Nicht nur ein Frauenversteher, der neue Audi A1. Viel Spaß beim Heimspiel des ESV Lok wünscht das Autohaus Pirna. Pirna, zu Hause noch ungeschlagen, trifft auf die HSG Gensungen-Felsberg das Team mit dem torgefährlichsten Angriff. Schon beim Blick auf die Statistik wurde deutlich, in der Sonnenstein-Arena standen sich zwei echte Top-Teams gegenüber. Die Gäste reisten mit breiter Brust an, waren sie es doch, die den Klassenprimus Leipzig die erste Niederlage zuführten. Der ESV Lok war also gewarnt. Zum ersten Mal in dieser Saison war die Sonnenstein-Arena pickepacke voll. Prächtige Stimmung auf den Rängen, die sich sofort auf das Spielfeld übertrug. Von der ersten Minute an entwickelte sich ein intensives und temporeiches Spiel. Der Gast aus dem Edertal verlangte Pirna alles ab. Ja, das Schwierige ist, dass sie also grundsätzlich sich nicht scheuen, auch in fremden Hallen unheimlich hart zu spielen. Und weil sie halt im Angriff immer drei Leute auf dem Feld haben, die permanent Torgefahr ausstrahlen. Und da muss man sich erst einmal drauf einstellen. Die Gensunger Angriffsmaschinerie setzte Pirna mächtig zu. In der Anfangsphase spielten die Gäste gleich mit 4 Rückraumspielern und hatten damit Erfolg. Auch der ESV Lok zeigte im Angriff eine gute Leistung, jedoch nur bis zum Torabschluss. 8 klarste Chancen vergaben die Hausherren allein in Halbzeit 1. Die Außenangreifer Jürgen Steinscherer und Ivar Serafimovic waren bis dato ein Totalausfall. Man musste Schlimmes befürchten, zu abgezockt spielte die HSG. Nach 30 Minuten führte der Gast mit 11:14. Das war großer Druck vom Spiel. Wir wissen alle, wenn wir verloren, dann sind wir Vierte und Gensungen steigt aus auf zweiten Platz. Ja, wir haben dann in Kabine ein bisschen gesprochen, was mussten wir besser machen. Und ich denke, alle hat im Kopf was ausschalten, das schlechte Würfe. Und jetzt war viel, viel besser, auch in Deckung. In Halbzeit 2 konnte Pirna tatsächlich den Hebel umlegen. Ein überragender Henry Auer brachte die Lok zurück ins Spiel. Pirna außer Rand und Band, auch weil die Abwehr sich jetzt auf den Gegner eingestellt hatte. In der zweiten Halbzeit haben wir uns eigentlich dann mit der 6-0-Deckung stabilisiert. Aber wir wollten das Spiel ja gewinnen und mussten dann was unternehmen, um den Spielfluss des Gegners zu stören. Und das ist uns mit der Manndeckung für den Rückraum Mitte, mit der haben sie nämlich mit Sicherheit nicht gerechnet, ist uns das gelungen. In den letzten 10 Minuten entwickelte sich das Spiel zu einem echten Krimi. Pirna legte vor, doch fast immer hatte der Gast die passende Antwort. Gensungen blieb dran, zudem sorgten die Schiedsrichter mit strittigen Zeitstrafen für zusätzliche Hektik. Weiß ich nicht, was die Schiedsrichter gegen uns haben. Letzte 2 Spiele, was war heute und Köthen genauso. Das war unglaublich. 30 Sekunden vor dem Ende stand die Partie spitz auf Knopf. Henry Auer übernahm die Verantwortung und warf Pirna in Front 30:29. Jetzt brannten bei so manchem die Sicherungen durch. Vor dem letzten Angriff hagelte es Zeitstrafen. Pirna in Unterzahl, doch die 4 Muskeltiere verteidigten den Vorsprung. Pirna bezwingt Gensungen mit 30:29. Bereits zum dritten Mal in dieser Saison entscheidet der ESV ein Spiel mit nur einem Torunterschied für sich. Wenn du natürlich als Mannschaft solche knappen Spiele ziehst, ja, ist es immer gut für Selbstvertrauen. Du gehst dann auch mit einer gewissen Selbstsicherheit in das Spiel. Genau, du weißt, wenn es wieder knapp steht, behalten wir die Ruhe. Ne? Ich denke, das zeichnet uns auch, hat uns heute auch wieder ausgezeichnet. Und das ist einfach der Schlüssel. Ja. Man muss einfach wirklich in den kritischen Situationen einen kühlen Kopf bewahren. Und das haben wir wieder gemacht. Pirnas mentale Stärke ist auch am kommenden Wochenende gefragt. Dann nämlich reist der ESV zum Schlagerspiel nach Leipzig. Schon jetzt ist die Euphorie bei Mannschaft und Fans riesengroß. Also wir haben ja schon ein paar Wochen zuvor angefangen, die Leute zu fragen, wie viele denn mitkommen wollen. Da haben wir natürlich noch nicht gewusst, wie wir jetzt dastehen in der Tabelle, sieht ja gegenwärtig sehr gut aus und die Resonanz ist echt toll. Also der Fanbus ist voll, aber es besteht für jeden, der noch gerne uns unterstützen möchte und die Mannschaft in Leipzig sehen möchte, natürlich die Möglichkeit, privat auch noch dorthin zu kommen und ein bisschen Stimmung dort zu machen. Mehr als 150 Fans werden die Lok in Leipzig unterstützen. Eine rote Wand soll hinter der Mannschaft stehen. Das Pirna-Magazin wird vom Spiel des Jahres berichten. Der neue Audi A1. Jeder Zentimeter pure Sportlichkeit.
jetzt Probe fahren, natürlich in Ihrem Autohaus Pirna.